Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ich habe mal offscreen ein bisschen gesucht, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Beziehungsweise wie das jetzt weitergeht. Es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis ich das gefunden hatte. Aber ich habe jetzt wirklich tatsächlich den Weg gefunden, den wir gehen müssen. Ist eigentlich, ziemlich einfach, nur sind wir halt bisher nie drauf gekommen. Wir müssen nämlich hoch. Noch weiter hoch. So, dann hier lang. Dann geht es hier nämlich in Dr. Marcells Büro. So, und dort habe ich jetzt nicht mal bereut, dass wir nicht alles mit allem ausprobiert hatten. Man muss nämlich tatsächlich hier das Messer nehmen. Und dann das mit der Schublade benutzen. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn? Tja, schauen wir uns jetzt mal die Schublade genauer an. Was ist denn da drin? Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Tja, jetzt haben wir hier einen Schlüssel, einen alten Schlüssel. So, und jetzt kommen wir auch weiter, denn ich meine, dieser Schlüssel wird sehr wahrscheinlich für Dr. Marcells Geheimraum sein, den er da hat, wo er sich immer einschließt, was die anderen ja erzählt haben. Wir wissen ja, wo dieser Raum ist, nur kam er bisher ja nie rein. Ne? So, dann geht's hier nämlich nochmal runter. Und dann dort vorne diese Tür. Da kann man ja nie rein. Warte mal, können wir das vielleicht auch hier mit dem Schloss benutzen? Der passt hier nicht. Ah, schade. Na gut, dann gehen wir tatsächlich mal hier in das Schloss rein. In die Tür mal rein. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Wer hätte es gedacht? So, gehen wir mal hier rein. Oha. Oha, 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 wo sind wir hier? Uff, gibt es... Ach du Scheiße, guck dich das mal an, wie viel es hier anzugucken gibt. Ja, ich glaube, wir werden eine ganze Folge hier verbringen. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Dann nehmen wir den Drachen nochmal mit. Der Wind ist ungünstig. Reden wir mit dem Drachen. Der sagt mir nicht viel. Warum hakt das gerade so? Benutzen wir den Drachen. Der Wind ist ungünstig. Na gut, dann Telefonhörer. So kann ich meine Erinnerung nicht zurückrufen. Ich habe vergessen, mir die Nummer zu notieren. Verdammt. Zickzackschere. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Nein. Okay. Totekarte. Einmal totale Erinnerung, bitte. Die ist leider aus. Aber wenn Sie warten wollen, vielleicht kriegen wir später noch frische Flashbacks rein. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit... Nein. In der Erinnerung mit Spuckekugel beschießen. Ach so, warte mal, da fällt mir auch was ein, was wir dann sowieso noch mit allen Gegenständen machen müssen. Ach du Scheiße, das wird noch dauern. Okay, das sind hier alles größtenteils Erinnerungen. Da ist ein Kissen, schauen wir uns das noch an. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Dann könntest du ihn wohl dort nehmen. Nee, das riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Oh, reden wir mit dem Kissen? Yep. Sobald ich hier raus bin, rede ich erstmal eine Woche mit den Kissen. Mach ich auch immer. Das ist Dr. Marcells Schrein, nicht meiner. Okay, sehen wir uns das Fahrrad an. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Oh, arme Edna. Nein, ich bin darüber hinweg. Sieh mal, Edna, Edna, wie ich fahre, ich fahre! Lässt du mich auch mal fahren, Alfred? Sieh doch, Edna, Bremsspuren, Bremsspuren! Ich will auch nur ganz kurz fahren. Sieh doch, Edna, freihändig, freihändig! Bremsspuren, Als ob das sowas Gutes ist, wenn man Bremsspuren hat? Nein, ich bin darüber hinweg. Okay. Milchzähne. Krank.
Ja, nehmen wir doch mal mit. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Pietätlos? Mein Gott, was ein Wort. Der Mund dazu fehlt. Benutzen wir sie doch. Was bitte? Du sollst es benutzen. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig und es gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Tja, das könnte man sich fragen. Was hältst du davon, Harvey? Dr. Marcel scheint hier regelmäßig zu knien. Das letzte Mal kann nicht lange her sein. Die Kerzen brennen noch. Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns noch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Putzi? Das ist ja Putzi! Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Er ist hinter Sicherheitsglas. Ach, verdammt. Hallo, Putzi. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Hallo, Putzi. Putzi. Ach ja. Okay, das können wir ja schon. Sieh doch nur, Harvey. Der gute alte Putzi. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. So erschrecke ich auch immer an der. Murmelglas, Auto und ein Jojo. Ach du Scheiße. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Schlimm sowas. Mist. Sicherheitsglas. Okay, ich glaube, wir können nichts hiervon mitnehmen. Ist alles Sicherheitsglas. Wenn ich endlich draußen bin, hole ich Hilfe und befreie euch. Na, obwohl, können wir nicht mit einem Poloschläger oder so? Nein, niemand hat das Recht, der... Und was ist... Ah, gut. Das kennen wir ja schon. Autofriedhof! Sehen wir uns das Auto an. Alfred hatte immer das coolere Spielzeug. Und er hat mich nie damit spielen lassen. Vielleicht lag's daran, dass du immer Autofriedhof spielen wolltest. Meinst du? Vielleicht. Alfreds Jojo. Alfred war ziemlich ungeschickt damit. Konnte nicht einen einzigen Trick. Reden wir mit dem Jojo. Gib's auf, Alf. Du bist und bleibst ein Grobmotoriker. Sieh nur, Edna! Edna! Jojo! 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 Ah, ja. Autofriedhof! Okay, Harvey? Erinnert dich das an etwas, Harvey? An nichts, was uns weiterhilft. Lass uns weitersuchen. Guck mal, Harvey, noch mehr Erinnerungen. Hey, da sind auch Murmeln von dir drin. Und? Taugen die zum Tempomorphen? Um ehrlich zu sein, warst du nie besonders gut darin. Sogar Alfred konnte dich besiegen. Und wir wissen doch alle, was für ein Grobmotoriker die Kotzkröte war. Guck mal, Harvey, ein Jojo. Ja, das wolltest du immer haben. Alfred hatte es nicht verdient. Er war ein dilettantischer Grobmotoriker. Und das Kissen? Was hältst du davon, Harvey? Dr. Marcel scheint hier regelmäßig zu knien. Das letzte Mal kann nicht lange her sein. Die Kerzen brennen noch. Das ist wahr. Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Okay, dann haben wir noch das Fahrrad. Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns noch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Urne, Porträt, Foto, Foto. Urne. Guck mal, Harvey. Alfreds Urne. Eine Urne für die Unke. Du weinst doch nicht etwa um den Grinsefrosch? Nein, natürlich nicht. Schauen wir uns mal die Urne an. Und da soll der ganze Alfred drin sein?
Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und eingedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Okay, benutzt mal die Urne. Keine Chance. Sowas mache selbst ich nicht. Dann reden wir doch mit der Urne. Hallo? Jemand zu Hause? Na, wer wohl? Alfred! Gut. Harvey mit Porträt? Das klappt so nicht. Dann sehen wir uns das Porträt mal an. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Okay, dann reden wir aber mit dem Porträt. Ach, Alfred, was ist nur passiert? Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh. Ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. So. Dann nutzen wir das Harvey mal mit dem Hausaufgaben. Vorhin schauen wir uns erstmal das Hausaufgabenbuch an. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Dann müssen wir wohl Harvey mit dem Hausaufgabenbuch benutzen. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Ja! Tempomorphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Okay, irgendwie scheint der Ton hier jetzt gerade ziemlich stark im Hintergrund zu verzerren. Ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause und werde mal gucken, was sich dagegen machen lässt. Bis gleich. Ciao, ciao. Oder bis zur nächsten Folge, ja. Ich denke, wir sind eh schon am Ende einer Folge angekommen. Also von daher, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.